Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Gänsehaut, es ist das wichtigste Spiel für viele Jungs heute auf dem Rasen. Nicht nur in der Saison, sondern wahrscheinlich in der kompletten Karriere. Und das aufzusaugen, das in positive Energie umzuwandeln, das ist die Aufgabe, die die Spieler heute haben. Die Fortuna wird die Partie jetzt eröffnen, spielt in Durchgang 1 von links nach rechts in komplett weiß. Und die Frage, wird's heute ein heißer Tanz mit dem weißen Ballett oder aber sehen wir ein bisschen Soloshow von einem der beiden Teams? Ich bin dafür, Josefe, dass das heute gerne von Anfang bis Ende auf beiden Seiten ordentlich knallt. Dann haben wir für uns als Neutrale eine schöne Show. Standards heute eine große Thematik. Die haben zwar ein, zwei große Jungs und dann haben Dominik Lanius, aber per se jetzt auch nicht nur die Hünen durch und durch. Robin Afamifuna. Per Kopf mit dem ersten Schockmoment. Stepanik. Ja, es geht, wie du schon sagst, viel über die Außen, vor allen Dingen viel über Stepanik und in dem Fall noch abgefälscht der Ball beim Schuss von Strujic. Interessant zu hören ist so, aber für den aktuellen Moment ist das, da hat er dann schon recht, der Backhaus. Erstmal Makulatur. Ganz fein. Und das muss Budimbo eigentlich nicht machen, aber so ist super. Ist das super gespielt? Junge, Junge, Junge. Am Ende mit Hängen und Würgen dann den Ball fest bei Marcelion. Aber also war da ein Pass dabei, der nicht von der Hacke kam? Das ist ja unglaublich. Wie du schon sagst, Josef, die Fortuna ist jetzt richtig gut drin, kreiert da vorne auch gut Sachen. Allem vor allem jetzt über Batarello schon wieder hier in der Aufdrehbewegung, ne? Die Stresssituation gut gelöst und jetzt sind sie dort und kommen zum Abschluss. Budimbo da. Was man da auch sieht, ist, dass Batarello immer viel auf der ballnahen Seite ist, ne? Der wird immer drin sein in den Aktionen. Und der wird beinahe belohnt, der Mut. Also da schon wieder rumgefuchtelt, rumgeschubse. Mein lieber Scholli, also ich stelle jetzt mal eine These auf, wir werden heute nicht mit 11 gegen 11 diese Partie beenden. Und die können sich gar nicht beruhigen. Und wir achten mal währenddessen, was die Schiris machen und wir sehen und sehen die Wiederholung. Da geht schon hart rein, ja, tritt zwar den Ball auch, aber da ist auch viel Gegenspieler dabei. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Lanius wird hergebeten. Auch Basti Müller. Oh, Lanius kriegt gelb, Müller kriegt gelb. Und ich würde sagen, beide tun jetzt gut, auch nicht zu diskutieren. Also ja, ja. Lanius geht wenigstens schon mal weg. Die wahrscheinlich jetzt letzte Szene, wichtige Szene vor der Pause, heißt er. Da kommt nicht schlecht. Und am Ende der Kopfball von Heinz.
Meister mit dem Ball ins Zentrum und er landet nur bei Lanius. Auch da die Strafraumbesetzung bei der Reingabe nicht optimal. Bakat Heinz! Und jetzt ist er drin! Und es passt, dass in diesem wichtigen Spiel Anton Heinz der ist, der vom Abpraller profitiert. Bakat mit dem ersten Schuss und jetzt, ich glaube, viel muss man nicht sagen, der Tivoli steht mal wieder Kopf. Die spielen super raus, Bakat und Paljuka. Na gut, und dann steht er halt genau richtig, Anton Heinz. Im Stile des eines klassischen Stürmers, der halt einfach dann da ist, wo er sein muss. Auch wenn das eigentlich gar nicht ist, der Anton Heinz. Aber einer, der eben weiß, wie er Tore schießen kann, Tore schießen muss und es regelmäßig zeigt. War das vielleicht gerade eines der goldenen Tore hin zum Aufstiegsticket. Und das geht jetzt auch schnell in die andere Richtung. Oh, viel fehlt nicht, Zentimeter. Töpken. Im Zentrum, wo er gerade noch keinen den anspielen kann. Paljuka, Paljuka! Mutig! Und das. Oh. Wird doch überraschen, dass der noch so gefährlich wird. Danilevic. Batarello so. Und die Möglichkeit, die nächste, die sich einreiht bei der Fortuna, als der muss so eigentlich reingehen. Es gibt sogar den Freistoß für Aachen und damit ist die Geschichte nach Adam Riese durch. Alemannia Aachen gewinnt das Topspiel, das 6, das 7, 8, 9, 10-Punkte-Spiel. Nein, es ist ein 12-Punkte-Spiel, weil es jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Fortuna Köln ist. 11 auf den ersten FC Bocholt und damit, so wie es gerade aussieht, kann Aachen schon fast den Aufstieg planen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.